Hallo und herzlich willkommen am heutigen Montag zu einer Aufzeichnung von Sonntag. Für diejenigen, die am Sonntag den Livestream leider nicht schauen konnten, die haben heute die Möglichkeit, sich den Livestream ja im Nachhinein nochmal anzuschauen. Und ja, wie gesagt, was passiert, weiß ich noch nicht, weil ich bin noch vor dem Livestream. Von daher kann ich euch das nicht sagen, aber wir werden mit Sicherheit das eine oder andere erleben. Das eine oder andere wird passieren und ich wünsche euch ja viel Spaß mit der Aufzeichnung und nach dem Intro geht es los. Ja, hallo und herzlich willkommen am heutigen Sonntagnachmittag mittlerweile. Wir haben 15 Uhr und der Stream startet. Wir sind zurück hier auf der Kornbelt und wir sind ja immer noch in der Vorbereitung für die Milliarden-Challenge. Und ja, es ist im Moment irgendwie wie verhext, keine Ahnung. Jedes Mal, wenn ich Autodrive oder ne, das Spiel neu starte und will dann die Abfahrer wieder einstellen, dann sagt er mir auf einmal, irgendeinen Wegpunkt findet er wieder nicht. Ich könnte im Moment ja mich übergeben. So sieht's im Moment aus. Ach Gott, ne. Aber ich hoffe, ihr hattet bis hierhin ein schönes Wochenende. Ihr hattet Spaß, ihr hattet tolle Erlebnisse. Und ja. Mein Wochenende war nicht so toll, bin ich ganz ehrlich. Nein, das war nicht so toll. Hab doch das eine oder andere mehr versucht, mal wieder neue Dinge auszuprobieren. Aber irgendwie funktioniert das nicht. Und ja, das ist dann nicht immer so erfreulich. Oder auch das Spiel erfreut mich immer nicht. Also in letzter Zeit zumindest mal, öfters mal. Ja, dass es nicht so will, wie ich das will und ja, das macht dann das nicht unbedingt so, wie ich mir das vorstelle. Aber ihr werdet mit Sicherheit im Laufe der Woche noch sehen, wovon ich rede. Da kann ich euch sagen, in den Videos wird es das ein oder andere Mal geben, wo ich mich doch ein bisschen aufrege. So, aber jetzt kommen wir erstmal hier zurück hier auf der Kornbelt. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt die neueste Version eigentlich hier drauf habe, weil ich glaube, ich wollte, das hatte ich glaube ich im letzten oder vorletzten Video gesagt, zeigen, was ich geändert habe, weil ja auch da der ein oder andere gesagt hat, ja, wenn ich Schnee habe, dann kann ich nicht räumen. Ja, das ist vollkommen korrekt. Also vermute ich jetzt zumindest mal, ich habe es nicht testen können, von daher weiß ich es nicht, aber ja. Ich habe also angefangen, ich gehe jetzt mal hier auf X, mal gucken, ob man das jetzt schon sehen kann. Nein, ist hier noch nicht drin in der Version, nope. Ne. Und zwar habe ich angefangen, die Straßen daraus Farmlands zu machen. Und es sind ein paar Kilometer Straße und hier sind da klar auch Kurven drin und. Glaubt mir Leute, das ist nicht so einfach. Und daher wird das Ganze auch noch was dauern. Ich weiß jetzt nicht, ob ich vorher noch mal eine Version rausgebe oder nicht. Kann ich euch im Moment noch nicht sagen, weil, ja, halbe Straßen wären da, glaube ich, nicht unbedingt so ratsam. Aber mal gucken. Ich weiß es noch nicht. Ich habe da noch keine finale Entscheidung getroffen. Zumal ja diese Woche für mich noch ein Termin ansteht, den ich im Moment noch nicht so wirklich weiß, ja, wie dann weitergeht. So, er sagt mir die ganze Zeit, er kann den Abladepunkt am Hof nicht finden, beziehungsweise auch den Beladepunkt am Hof nicht mehr finden. Ja, funktionierte bis jetzt eigentlich immer einwandfrei, jetzt geht's auf einmal nicht mehr. Keine Ahnung, woran das liegt. Ich verstehe die Welt im Moment auch nicht mehr. Irgendwie habe ich gerade keinen Sound hier. Ah doch, 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 doch. Sound ist hier, aber sehr leise heute. Keine Ahnung, wo dann das schon gelegt. Ach, die Musik ist aus. Fällt mir gerade auf. So. Jetzt aber.
Ja, ich will hoffen, dass der Livestream funktioniert, weil bis jetzt ist ein bisschen komisch. Also zumindest mal sehe ich ein Bild, aber auch die Mitteilung bekommen. So, packen wir mal Raps hier rein. So, mal gucken. Aber es jetzt scheint hier noch nicht sehr viel reingebracht zu haben. Weil das scheint die zweite Ladung zu sein. Irgendwie funktioniert das nicht. Dass wir das ja automatisiert hinbekommen. Also da muss ich nochmal gucken, wo denn hier der Fehler liegt. Ja, komisch. Jetzt findet er es wieder. Das ist doch... Naja, okay. Ich sag da jetzt nichts mehr zu. So, wo sind wir hier stehen geblieben? Blubblubblub. Jetzt müssen wir mal gerade hier gucken. Ach, der war hier am Düngen. Okay. Das heißt, wir müssen den mal hier wegfahren. Weil der scheint hier irgendwie den anderen zu blockieren. Okay. Das kriegen wir noch irgendwie hin. So. Würde ich sagen, schickt man den mal hier zum Hof. Ja, hier war ja eigentlich auch schon wesentlich weiter. Ich weiß gar nicht, woran das liegt in letzter Zeit. Irgendwie, ja, mache ich alles doppelt und dreifach und wundere mich dann, warum das nicht geht. Also, ja, doch war richtig. Hof einfach. So, zack. Und tschüss. Weil eigentlich meine ich das auch schon gemacht zu haben. Also, irgendwas stimmt im Moment nicht. Irgendwie speichert er im Moment nicht oder keine Ahnung. Es ist im Moment irgendwie wie verhext. So, jetzt haben wir mal hier gucken. Nächst links ein Wegpunkt wählen wir mal hier aus. So, dann haben wir mal gucken. Hm. Auch wieder sehr merkwürdig. Warum will er hier jetzt darüber? Ah, okay. Nee, nee, nee. Alles gut. Ich sehe, hier ist eine Linie. Okay. Mal gucken. Sollte er eigentlich weiterfahren und darüber fahren. So, dann mal gucken, was er tut. Ja, tut er auch. Ah, wunderbar. So, ich kann ja jetzt halt mal einen Schluck Kaffee. Was machst du? Nein! Halt, stopp, ey, du bist doch hier falsch. Ach, der steht auf der falschen Position. Oh, nee. Ernsthaft? Oh. Der auf der falschen Reihe eingestellt. Oh, no, ey. Ah, geht das schon wieder los? Das ist doch nicht normal hier. Wirklich. So. Hä? Also irgendwie weiß ich nicht. Naja, egal. So, stellen wir den auch mal ein. Was? Der sollte aufgetankt werden? Ja, dann... Oh. So, der fährt wieder zur Kalkstation. Das sieht schon mal gut aus. So, jetzt wollen wir mal hier gucken. So, weil hier war ja irgendwie was voll. Da hat sich irgendwas ausgestellt. Nein, bitte. Da ist es wieder. Boah. Nee, Freunde, ey. Das kann ja jetzt nicht wahr sein, ey. Keine zwei Minuten im Stream. Naja, gut, ein bisschen länger schon, aber. Und schon hängt das Spiel wieder auf, ey. Das kann doch jetzt all nicht wahr sein. Boah. Ich krieg die. So, Moment. Immer mal eben gucken. So, ich gehe jetzt mal hin und besorge mir mal eben schnell eine andere Cosplay-Version, weil da habe ich jetzt ja keinen Bock drauf. Das hat schon wieder passiert. So. Hallo Daniel, hab dich gerade gesehen. Hallo. So. Werde ich mal hier die... Ah, das ist ja echt nicht normal, ey. Also irgendwas stimmt hier heute hinten und vorne nicht. Aber egal, so. So, kopieren. So, dann gehen wir jetzt mal eben schnell in den Ordner hier. Bin sofort wieder mit dem Spiel bei euch und auch bei euch im Chat. Sobald ich das jetzt mal hier geregelt habe. Das kann ja nicht sein. So.
So, den Chat hier wieder einblenden. So. Ja, Daniel, ich hoffe, du hattest ein schönes Wochenende. Und du bist wieder vollkommen fit, gesund, munter. Hattest du jetzt eigentlich in den Ferien schon Urlaub? Oder wie sieht's bei dir da aus? Morgen wieder arbeiten. Oh Gott. Ah ja. Oder wann sind bei euch Ferien? Weil bei uns sind die Ferien ja in 14 Tagen. Ich glaube ja, 14 Tage jetzt noch. Ich glaube zum 15. gehen Ferien. Ich weiß es aber gerade gar nicht. Ich weiß nicht, ob mein Sohn noch jetzt am Montag anfängt zu arbeiten in den Ferien. Und der dann 14 Tage ein, aber 2 Wochen noch, dann hast du Urlaub. Ja, die 2 Wochen hältst du jetzt auch noch durch, oder? Wie lange hast du dann Urlaub? So. Fangen wir nochmal von vorne an. Das gleiche noch einmal von vorne. Ist doch super, oder? So, mal gucken hier. Ja. Findet er wieder nicht. Ich. Das ist echt ein Witz, ist das. Das ist ein Witz, ist das. Drei Wochen, ja, da hast du doch. Hast du doch ordentlich Urlaub. Fahrt ihr weg oder bleibt ihr zu Hause? Machst gerade Autodorf am Schweinestall. Ja, das ist. Ja. Je nachdem, welchen Schweinestall man hat, ist das nicht so einfach. Ah, jetzt meldet er halt wieder. Das ist. Also. Ihr müsst die Logik nicht verstehen, oder? So. Den. Moment. Den schicken wir jetzt mal hier zur. Genauso hier. Ah doch, jetzt fährt er. Okay. Das ist ja. So, das sind die 2 Düngerstreuer. So, der war falsch. Der musste auf links und nicht auf rechts. Deshalb stand er dem auch im Weg. Habe ich wieder gepennt. Oh. So, den müssen wir auch hier einstellen wieder. So, der war zur Kalkstation unterwegs. Was ist denn das hier für ein Baum, ey? Mitten auf der. Da muss ich auch nochmal irgendwie ändern. Hat ja schon einiges hier geändert an, mit den Bäumchens, aber anscheinend noch nicht alles. So, jetzt waren wir eben hier stehen geblieben. So, jetzt hoffe ich mal, dass ich. Wenn ich jetzt hier den Trigger gehe, dass sich das Spiel nicht wieder aufhängt. Nein. Gut. Aber jetzt die 6401 genommen. Das ist das Problem nämlich nicht. Ich will noch hoffen, dass alles andere jetzt hier funktioniert, aber ich meine, da hätte auch noch alles funktioniert. Weil es gibt noch keine neue Autodrive, nicht Autodrive, Cosplay-Version. So, denn hier ist ja Papier, Karton, Klopapier, alles voll. Voll, voll, voll. Wir müssen also dringend, glaube ich, mal hier verkaufen. Ja gut, den Schweinestall von mir ist ja relativ simpel. Also, das ist ja, der hat ja die
Eine Seite ist, glaube ich, Futter, die andere Seite ist Wasser und dann gibt es, glaube ich, noch eine Seite. Ja gut, der Mist ist leider ein bisschen tricky, aber ja, findet man auch noch einen Weg. So. Mal gucken hier. Das ist doch ein Witz, oder? Der fährt bis hin und dann sagt er auf einmal, nein, ist nicht. Nein, ist nicht. Sag mal, willst du mich verarschen oder was? Willst du mich auf den Arm nehmen? Nee. Oh, ey, das kann ich doch jetzt nicht. Glaube ich doch nicht. Was ist denn sein verfluchtes Problem hier? Das müssen wir mal einer erklären hier. Was ist denn hier dein Problem? Ist doch da verbunden. Also, was soll denn das? Ja. Ist doch hier verbunden. Hat er seine beiden Punkte hier? Ich verstehe das nicht. Was ist denn sein Problem hier? Mann, ey. Das kann halt nicht wahr sein. Da kann ich auch direkt selber fahren. Bis man da rüberfahren muss. So. Hier hat er die Abbiegung, ja. So, dann fährt er hier runter. Oder sollte er hier runterfahren? So, das ist hier auch verbunden. Hä? Was ist denn der Witz jetzt hier dran? Er hat da eine Verbindung. Hä? Das muss ich jetzt nicht verstehen. Hä? Ich fahre jetzt hier rein, ja? So, lad ihn ab. So, lad ihn jetzt hier ab. Ach, guck mal, Fehler gefunden. Oh. Alter, bin ich doof. Bin ich doof. Echt, Alter. Oh. Ja, ich glaube, auf der Marsch habe ich dir auch die 603. Da ist das Problem nämlich auch nicht. Wenn du in den Trigger kommst, dass dann... ja. Ja, aber... weißt du, Daniel, das Witzige ist ja, es hat auch keiner gemeldet. Hat auch keiner gesagt, nee, das funktioniert nicht, da ist eine Unterbrechung. Also entweder... nutzt keiner diese Produktion hier, die ja eigentlich total genial ist. Aber, ja. So, der fährt jetzt zurück. So, der ist jetzt hier am Düngen. Hoffentlich mal auf der richtigen Spur diesmal. So, der ist hier weiter am... So, der ist hier Kalk am Holen. So, hier brauchen wir erstmal gar nichts. So, ja, warum ich hier mit noch kein Diesel verkaufen kann, verstehe ich auch noch nicht. Aber egal. So. Achso, da ist einer dran. Gut. So, jetzt müssen wir mal gucken, haben wir hier eigentlich noch... Ne, hier haben wir nichts mehr. Wenn wir mal überlegen, ob ich das Ding nicht doch hier verkaufe. Holzstablage hier unten. So. Ja, das funktioniert hier auch nicht. Das wollte ich neu einfahren. Bin ich aber noch nicht zugekommen. Ach, seht ihr, hier habe ich auch wieder angefangen, was aufzunehmen.
Und dann hat sich das Spiel wieder verabschiedet und tschüss. Und dann hatte er nie keinen Bock mehr. Mann. Wo sind die andere Spur, die ich gezogen habe? Hallo? Oh nee, ernsthaft. Oh, jetzt weiß ich. Ja, so ist das, Freunde. Irgendwann, ne, hatte auch ich dann am. Habe ich halt aufgenommen. Freitag? Genau, Freitag. Irgendwann habe auch ich da mal keinen Bock mehr, weil, ne, wenn dir permanent das Spiel um die Ohren fliegt, dann bist du irgendwann nur noch gefrustet. Dann hast du auch keinen Bock mehr. Echt. Und ich hatte eigentlich hier die zweite Linie auch schon eingefahren. Ja. Schade auch. Schade auch. Na ja, egal. So, jetzt werden wir mal den Weg hier eben. Eben merken so, zwei Linien daneben. Achso, müssen wir hier drauf gehen. So, P. Gehen wir auf Landscaping. So. So, hier war das, ne? So. X. Ja, da warte schon. Also einmal kannst du das ja aufzeichnen, indem du die Shift-Taste gedrückt hältst und dann linke Maustaste auf den Record-Button, dann zeichnest du die auf und wenn du die im Nachhinein ändern willst, ich zeig das gleich nochmal. Ich will nochmal eben kurz jetzt hier die Linie hier zeichnen. So, hier wo der hier lang fährt, auch eine Spur hat. Gibt's auch übrigens das Update-Video zu Autodrive. Beschäftigt sich auch mit dem Thema, wie man diese Linien umgestalten kann. Wer es also noch nicht gesehen hat, kann ich nur wärmstens empfehlen. Da zeige ich das nämlich auch nochmal. So. Blau? Ja, gelb? Nein, hä? So, die Linien kann man ändern, indem man hier vorne auf diesen Knotenpunkt hier drückt. Diesen ersten. Und dann drückt man die Shift-Taste. So, und dann kann ich die auch wieder in die andere Richtung ändern. So, dann will ich sie dann wieder halb, ne? Den Knotenpunkt hier. Nächster Punkt, Shift-Taste gedrückt halten und draufklicken und schon ist er geändert. Und ne, falls jemand die Richtung ändern möchte von Autodrive, im Moment fahren die ja, ne, ihr seht das, so, auch ebenfalls hier unten wieder den Knotenpunkt. So, dann drückt ihr die Control-Taste, dann seht ihr, wenn ihr dann auf den nächsten geht, dann ändern sich auch die Pfeile. Und dann wollt ihr nur hier draufklicken, zack, jetzt würden die in die andere Richtung fahren. So, wenn ich dann nochmal drauf drücke, dann seht ihr, dann ist das beidseitig befahrbar. Und wenn ich das nochmal mache, dann habe ich wieder meine normale Richtung, die ich ja vorher hatte. Ganz easy, ganz einfach, aber ja, ihr müsst wirklich sagen, was die Jungs sich da einfallen lassen, ist der Hit. Wirklich, das ist der absolute Hit. Das ist, ja, Wahnsinn, Wahnsinn, wirklich. Kann das nicht anders beschreiben als absoluter Wahnsinn. Also, was die aus diesem Tool rausholen, ist ja, ja relativ klein. Also, ne, wenn man überlegt, ich weiß nicht, wie viel Megabyte das hat, aber viele hat es ja nun mal nicht. Das ist schon der Wahnsinn. Also, da muss ich wirklich sagen, ein riesen Kompliment an die Entwickler.
wie man aus so einem kleinen Tool so viel rausholen kann. Wahnsinn. Wahnsinn. So, oh, mal gucken hier. So, wir haben mit Sicherheit da hinten auch irgendwo Hackschnitzel, die wollte ich mir eben rausholen. Ja, dann war irgendwann jetzt mal die Woche die Frage, oder kann auch schon mal länger her sein, warum denn ich nicht mit dem Zug hier das abladen kann. Ja, habe ich alles schon versucht, wollte ich auch haben. Ja, das war eigentlich so geplant, dass man mit dem Zug auch dieses abladen kann. Baumstämme, Hackschnitzel oder ne. Aber es geht nicht. Ich habe verschiedenste Möglichkeiten durchgespielt, verschiedenste Möglichkeiten getestet. Es geht nicht. Es geht einfach nicht. Und ja. Ich will auch jetzt nicht mehr so viel Zeit rein investieren, dass weil ich sag mal, ne, es gibt, glaube ich, erstmal wichtigere Sachen noch zu erledigen als das. Und der LS22 steht auch noch vor der Tür. Das ist dann so das Nächste, was mir immer wieder im Hinterkopf kommt. Ja, lass doch mal abwarten, ob es dann möglich wäre, weil ich sag mal, ne, dann ergeben sich ja doch viele, viele neue Möglichkeiten. Dadurch, dass es ja direkt im Spiel eingebunden ist und. Aber wie gesagt. Machen wir ab. So, machen wir mal hier. So. Nein, eigentlich nicht. Und zwar kommt der von der anderen Seite. Wenn ich das richtig noch im Kopf habe. Die fahren, glaube ich, in zwei Richtungen. Genau. Der eine kommt ja von hier. Ja. Also der eine kommt von hier, der das Schweinefutter beliefert. So. Und hier ist ja der Beladepunkt Mischfutter. Mischfutter ist das Kuhfutter. So. Und dann sollte es auch eigentlich einen geben. Ja, Tatsache, der fehlt. Oh, ne, ernsthaft. Oh, sorry. Habe ich, ja, vergessen. Das ist aber wieder ein Ding. Ja, mal gucken. Vielen Dank für den Hinweis, Daniel. Aber ne, die fahren halt in verschiedene Richtungen, weil die Trigger auch in verschiedene Richtungen gehen. Von daher, ja. So, dann schickt man den mal hier hoch. Zum Sägewerk. So, Ladepunkt, Sägewerk, Paletten. So, kann ich mal da hochfahren. Ja. Manchmal, ne, im Eifer kann das schon mal passieren, wenn man einen Punkt vergisst. So, irgendwie sind aber unsere Baumwollernte noch nicht im Einsatz. Das geht ja mal gar nicht. Aber wir wollen ja heute mal im Stream hier ein bisschen Baumwolle ernten, Freunde. Ja, die Baumwollernte ist ja da, ey. Wir sind ja hier am Baumwollernten. So, da haben wir schon mal den ersten. So, das sieht doch schon mal gut aus. So, nächstliegendster Wegpunkt. Joel und gib ihm.
So, jetzt fährt er runter. Sehr schön. Und weiter geht's hier. Ach, wunderbar. Guck mal. Oh, wir sind schon bei 111.000. Na, ist ja Wahnsinn. Das Feld ist fast fertig. Und, ja. So. Und hier sind wir bei 109.000. Keine Ahnung. Ich kann es nicht lesen. Aber ich glaube, ja. Ne, 103.000. Okay. Also, das heißt, es dauert noch ein bisschen, bis der erste Ballen hier rauskommt. Bin mal gespannt, wie viele Ballen wir denn hier auf diesem Feld überhaupt hier rausbekommen. Also, von daher, ja. Wahnsinnsgeschwindigkeit, echt. Also, das ist, ja, ein Augenschmaus hier zuzugucken, wie sie die Baumwolle pflücken. Macht so ein bisschen den Eindruck wie ein Staubsauger. Dieses Gerät, weiß ich, wer das entwickelt hat. Wirklich, das sieht aus wie ein Staubsauger. Ja? Hier sind die Rohre, die nach oben gehen, die den Dreck hochsaugen hinten in den Container hinein da. Ah ja, echt. Unglaublich. Wirklich unglaublich. So, oh, mal hier gucken. Ah, guck mal, da presst er. Geht hier rauf und runter. Ja, habe ich am Wochenende oder letzte Woche irgendwann mal gemacht hier. War auch ein Spaß hier, dieses Gerät ja mit einer Farbauswahl zu füllen. Oh, Wahnsinn, 193 Euro plus an Lohnzahlung. Das ist sensationell, dass ich mittlerweile ein Plus an Lohnzahlung habe. Es ist unglaublich, unglaublich. So, der fährt immerhin jetzt mal hier. Was ist denn hier los? Warum steht der denn hier rum? Warum stehst du denn hier rum? Ach, du sollst doch Kalk fahren. Ja, warum tust du das nicht? Kollege. Kollege, wo fährst du denn? Sag mal, Alter, du bist ja auch mal ein bisschen deppert, oder? Du bist ja auf dem Highway. Du kannst ja nicht einfach hier irgendwie quer abbiegen. Oh. So, hast du jetzt mal deinen Weg gefunden? Danke. So, immer noch. Jetzt mal ja schon wieder von vorn. So, da ist jetzt der Düngerstreuer. Jetzt ist er hier auf dem richtigen Weg. Das sieht schon mal gut aus. So, der geht tanken oder war tanken. Komisch. Auch hier funktioniert das mit Auto. Hä, wo fährst du denn jetzt hin? Wieso zu Feld 55? Alter, was habt ihr alle mit eurem Feld 55? Boah. Ich glaub das alle nicht, ne? Also er war tanken. Okay? Er war tanken. Das, ne, das funktioniert ja immerhin hier. Also, ne? Funktioniert im Moment bei mir bei der Marsch überhaupt nicht. Da kann ich machen, was ich will, ey. Habe ich das ja schon umgeändert auf nur eine Hoftankstelle. Nope. Das Fahrzeug bleibt dann irgendwo stehen. Und dann wartet. Und dann sagt er, nein. Andy. So nicht. Mit mir nicht. Mit mir machst du sowas. Ja. Ach, da hinten war er. Okay. Da hinten hat er auf. Ich sehe es. Ja, meine LKWs machen hier ohnehin was zu wollen. Das ist wohl wahr. Oh, bei mir scheint draußen mal wieder die Sonne, aber die Wolken sind auch sehr dunkel, muss man feststellen. Oh Gott, was ist denn jetzt passiert? Der Andy ist weg. Der Andy ist weg. Jetzt ist der Andy weg. Ich hab's gar nicht gesehen, ey. So weit abgedauert. Doch, bin, oh,
Ich wollte mich verstecken für euch. Ja. Andy wollte sich verstecken. So. Ich glaube, das eine Licht muss ich noch ein bisschen tiefer machen. Aber ansonsten sollte das Bild eigentlich mittlerweile besser sein. Von mir. Ich habe jetzt eine etwas professionelle Kamera. Nein, aber ist echt unglaublich. Was für ein Unterschied. Und wenn ich auch mal überlege, dass die Kamera, die ihr jetzt seht, die jetzt im Einsatz ist, ist billiger gewesen als meine Webcam. Ihr könnt mal sehen, wie bescheuert die Zeiten sind. Okay, war jetzt ein Angebot, muss ich ehrlich sagen. Normalerweise kostet die auch so um die 90 Euro, also das, was auch damals die Webcam gekostet hat. Ist jetzt für etwas unter 60 Euro diese Kamera erstanden. Und ja, damit kann ich auch durch die Gegend laufen und Videos drehen. Und vor allen Dingen, ich glaube, die hat jetzt kein... Doch, die hat auch schon Infrarot. Also, beziehungsweise Nachtsichtmodus. Total irre. Nachtsichtmodus. Echt. So, wenn sich jetzt wundert, warum flackert das da unten so? Ja? Warum scheint da die Wiese so durch die Minimap? Das sind die Strecken, wo die Bahn oder die also normalerweise die Straßen wären. Das ist der Grund dafür, warum das da unten so flackert. Ich arbeite noch an einer Lösung, die Straßen da drauf zu zeichnen. Bis jetzt habe ich aber noch keine gefunden. Aber nein. Jetzt am Wochenende hatte ich so keine Zeit. Wie gesagt, gestern den ganzen Tag Marsch. Und nach dem Stream, ja, habe ich dann weitergespielt, habe dann gegessen und weitergespielt. Und dann ist genau das gleiche passiert wie heute. Zack. Wenn ihr irgendeinen Trigger... Achso. Ich hätte nur wieder einstellen. Na, egal. So. Der hatte den Punkt noch gespeichert. Ja, und der hätte mir die ganze Fahrer jetzt sparen können. Na, egal. Manchmal muss man halt, ne, bestraft werden. Habe ich jetzt nicht gesagt. Nein, 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 nein. Sowas würde ich doch niemals sagen. Also, ne, ich doch nicht. Ich doch nicht. So. Alter, was ist denn das für eine Geschwindigkeit? Ach, das ist, glaube ich, der Originalmod, ne? Das ist ja ein grober. Oh, nee, ey. Boah, was für eine Geschwindigkeit. Nee, also, Freunde. Da muss ich ja nochmal gucken. Das aber nochmal ändere. Das kann ja nicht sein. Also, nee. So, jetzt wollen wir mal gucken, wie viel haben wir denn mittlerweile hier drinnen? Hä? Wieso ist denn hier noch nichts drinne? Ah, ne, doch, hier ist doch. Moment. Es sind 300.000 Liter drinne, also wir sollten zumindest jetzt mal die Kalkstreue wieder auffüllen können. Weil, ne, da sind wir ja immer noch nicht fertig da oben mit Feld 19. Das ist unglaublich. Ich weiß gar nicht, wo die hier stehen geblieben waren. Also der eine ist schon mal hier. Der war hier am Kalk. Das ist ja schon mal schön. So, dann können wir den doch schon mal hier wieder einstellen. Hallo Andrea, einen wunderschönen guten Tag und willkommen hier bei mir im Stream. Sei gegrüßt. Bist du auch ein LS-Fan? Spielst du auch den Landwirtschaftssimulator 2018? So, mal gucken. So, wo ist denn der andere hier? Andere Kalkestreuer. Ach, hier war ich an der BGR Süd. Genau, da war ich mit am Einfahren. Ach, den können wir auch mal wieder an. Ich
Wo kann ich das Schweinefutter? Was denn? Was willst du mit dem Schweinefutter machen, Daniel? Achso, lagern. Lagern gar nicht. Das geht nur in. Du kannst es nur in der Futterherstellung lassen. Einlagern kannst du es, meine ich, nicht. Also wenn, dann höchstens im Hoflager, aber glaube ich eher weniger. Muss ich nochmal gucken, ob ich dafür noch ein Lager mache oder ob ich das nochmal ändere, weiß ich noch nicht. So, wo ist denn jetzt der andere Kalkstreuer? Hier ist schon mal der Düngerstreuer angekommen, das ist schon mal schick. So, kann ich jetzt schon mal hinten am Hof fahren. Hof geht nicht. Dann nehmen das Bahnsilo, was du am Hof hast. Gucken wir mal, ob ich es sage. Aber ich habe es bis jetzt eigentlich immer in der Produktion drin gelassen, weil, ja, das Schweinefutter habe ich meistens immer gebraucht. Und ich habe Schweinefuttermangel ja ohne Ende. Also, ja, ich auf der Marsch verfolgt, da habe ich ja 4096 Schweine. Echt. So viel Futter kann man überhaupt gar nicht produzieren, wie die fressen. Also, mein Gott. Ich weiß gar nicht, dass Schweinchen so verfressen sind. Also, echt. Aha, der ist jetzt gleich mal hier fertig. Da bin ich ja begeistert. So, der ist immer noch hier. So. Ja, da kümmern wir uns später mal drum. So, der ist jetzt auch gleich hier oben angekommen. So, da muss ich mich auch später drum kümmern. Was ist denn jetzt der andere Kalkstreuer? Hallo, wo ist der Kalkstreuer, der zweite? Oh, wo ist der Kalkstreuer? Achso, den können wir auch mal wieder einstellen. Okay. Kann hier noch ein bisschen Wasser hinbringen. Das ist doch gut. Ah, hier ist er doch. Da ist doch der Kalki. Da ist der andere Kalki. So, der fährt blopapap. Auf welcher Spur? Rechts. Okay, mal gucken, wo er aufgehört hat. Mal gucken, wo der aufgehört hat. So, der hat auf jeden Fall jetzt einen Punkt gefunden. Der fährt jetzt kalken, das ist schon mal schick. So, mal gucken, wo der denn hier aufgehört hat. Rechts, ne? Rechts ist da, wo der Dumme links ist. Am Güterbahnhof geht das auch nicht. Oh, das ist aber schlecht. Was hat denn Andy da schon wieder gemacht? Das heißt, du hast jetzt Schweinefutter und wirst es nicht los. Oh. Ah, klar, schlecht. Muss ich aber mal ganz ehrlich sein, habe ich mir noch nie so Gedanken zu gemacht, weil, wie gesagt, also mein Schweinefutter parke ich eigentlich ja, in der Schweinefutterproduktion. Weil wir brauchen die Schweine so viel Futter, als, ja, da machst du dir gar keinen Kopf drum, weil, ne, im Endeffekt packst du nur einfach da rein. Wo hat der denn jetzt hier aufgehört, alter Schwede, ey? Jetzt haben wir hier sicher wieder dreimal um und fällt, um den Punkt hier zu finden. Seht ihr das schon? Genau, du könntest aber, genau, es gibt da noch die Silos von mir im Pack für die Marsch. Da müsste man aber eigentlich Schweinefutter reinpacken können. Genau, nimm mal die. Wenn das auch nicht geht, dann weiß ich doch nicht. So, wollen wir mal hier einstellen. So, und jetzt hoffen wir mal, dass wir
dieses Feld hier endlich fertig gekalkt bekommen. Also das ist wirklich so eins der Felder, die mich hier noch graue Haare hier wachsen lassen. Wirklich. Graue Haare bis zum geht nicht mehr, bis zum Abwinken. So. Wie, der braucht jetzt 15 Minuten zum Beladepunkt Kalksee? Naja, egal. Komm, ich kümmere mich aber besser nicht drum. Reg mich aber besser nicht drauf. So, warum? Achso, der ist voll hier, okay. Dann würde ich doch mal sagen, wenn der hier voll ist, wird er genügend Kalk hier jetzt produziert. So, dann nehmen wir hier mal 2, ne? Ich glaube, der andere ist auf 1. Sieht ein bisschen sonderbar aus, was der hier gerade tut, aber... Ja. Okay. Aber er fällt wieder. Gut. Ich bin mal gespannt, wann denn hier mal der erste Ballen raus floppt. So, was mich jetzt aber ein bisschen ärgert ist, also hier ist er jetzt gleich fertig. 8 Minuten noch. Dann können wir die Dingssteuer da losschicken. So, der ist hier am Tun, am Machen. Sehr schön. Kalk. So, jetzt können wir mal eben schnell das hier nehmen. So, einmal hier rum. Ich glaube, mittlerweile ist auch der andere Fahrer hier oben angekommen. So hört es sich zumindest an auf meinen Kopfhörern. Ja, genau, da ist er auch. So, dann nehmen wir eben schnell hier ein Stück vorfahren und einfach mal hier abladen, wenn er denn will oder auch nicht. Keine Ahnung, ne? Möchtest du? Möchtest du nicht? Nein? Oh, oh gut. Dann möchte ich nicht. Warum nicht? Ach so, okay, ich sehe schon, warum. Er zeigt das nicht an, weil ich wieder auf dem Frontgewicht war. Ah, oh, mein Gott. Okay. Ja, muss ich gucken. Ist mir jetzt, es gibt da von mir ein Silo. Muss mal gerade gucken hier. Halt. So, da haben wir doch. So, ist das schon das Deutsch? Mal eben gucken hier. Placeable hier. So, Farmsilo. Filter-Kategorie ist Farmsilo. Okay.
dann kann es ja klar sein, dass es nicht da drin ist. Ja. Muss ich gucken. Nee, pff, heute ohnehin nicht, weil heute bin ich am Stream, das heißt, ja, mache jetzt 2 Stunden, dann gibt es ein kleines Päuschen, schicke ich euch eine Runde in die Werbepause und dann ne, beende ich die Aufnahme, starte eine neue Aufnahme und ich gebe in der Zeit noch einen Kaffee holen und dann gibt es den zweiten Teil. Und danach werde ich dann noch die Folgen aufnehmen für die Woche, damit ich unter der Woche ein bisschen mehr Zeit habe. Oh, mal gucken. So, sollen wir mal gucken. So, eins stört mich nämlich gerade. Das werden wir jetzt mal ändern. So, das ist Feld 25. Ach, Moment. Feld 25 war... Ach, genau. Da hatten wir angefangen zu sehen... Da hat er aber noch immer das Problem mit dem Saatgut. So, warum geht er mir jetzt hier keinen Dünger holen? Mal gucken, ob er mir jetzt Dünger holen geht. Deshalb fährt er nämlich da nicht weiter. So, jetzt nervt mich hier aber, dass wir hier nicht weitermachen können. Weil hier die Autodorf-Kurse nicht so sind, wie sie sein sollen. So, das müssen wir nochmal ändern hier. Das müssen wir mal hier wegmachen. So, zack. So. So, der Fahrer schon wieder keinen Weg zum Ziel berechnen können. Ich werd bekloppt, ey. Was ist das denn jetzt schon wieder hier? So, mal eben gucken, welcher Fahrer konnte denn jetzt schon wieder keinen Weg zum Ziel berechnen, okay? Mich jetzt veräppeln. Du stehst doch direkt daneben, ey. Warum fährst du jetzt hier durch die Gegend? Naja, egal. So, gehen wir wieder zurück auf das Feld, wo wir eben waren. Eben hier ändern. Quatsch. Halt andere Richtung.
So, wollen wir hier ein bisschen Autodive-Kurse ändern. Sorry, dass ich das jetzt hier ja, während des Streams mache, aber ansonsten kommen wir hier nicht weiter. Also das nervt mich dann doch ein bisschen. Weil das geht nicht. Also ich muss hier weiterkommen. Das geht so nicht. Das muss hier weitergehen. Weil das fällt ihm ab, während wir kriegen. So, die Linie ist noch gerade, okay. Und schnell hier rückwärts. So, den ganzen kleinen Radatsch hier mal löschen. Zurück. Eins, zwei, drei, vier, drei. Ja. Sollen wir noch einen machen? Sagen noch ein, weil das Loch ist dann noch ein bisschen groß hier. Mindestens noch ein. So, da, da. Jetzt müssen wir das hier erstmal löschen, weil ne, wir haben ja hier keine Kreuzung mehr, weil hier haben wir jetzt eine Felszufahrt. Dann muss es mal hier gelöscht werden. 1, 2, 3, 4. Ich muss gerade mal hier gucken. Warum finden wir 10,50 wieder nur tanken? Warum können wir jetzt die Mitteilung wieder 10 mal? Oh. So, das müssen wir hier weg. So, okay. So, das müssen wir mal hier löschen. Weil, wie gesagt, den Weg wird in den Weg. So, haben wir das ja schon mal halbwegs hier geschlossen. Jetzt können wir erstmal hier aus diesem tollen Modus hier wieder rausgehen. Jetzt müssen wir hier das alles hier löschen. Weil das Feld haben wir hier zusammengelegt. Und wie gesagt, für die Autodive-Kurse, für ja, ich jetzt zum Download anbiete, brauchte ich das. Aber jetzt muss ich das mal klar hier auch wieder löschen. Ja, also, ne, Arbeit, die ich mir gemacht habe, alle umsonst, für mich zumindest. Aber für euch war mir das na klar wert, logischerweise. Ich glaube, noch neue Zuschauerinnen, neue Zuschauer hier auf meinem Kanal zum heutigen Livestream hier. Ja, recht herzlich willkommen heißen. Wir befinden uns hier im LS19 noch.
Der LS22 steht ja in den Startlöchern, kommt am 25. November. Ah, bis dahin haben wir hier noch ein bisschen was zu tun. Auf der Kornwelt einer 16-Fach-Karte. Warum 16-Fach? Was verbirgt sich dahinter, hinter dieser Bezeichnung 16-Fach? Also es gibt eine Größe, die vom Spiel her generiert wird, eine Standardkarte sozusagen, wenn man möchte. So, und diese Karte ist viermal so breit und viermal so hoch, also 16 Flächen der Standardkarte, daher 16-fach so groß, wie, also 15 mal größer, wenn man das mal richtig sagen soll. Sie ist 15 mal größer als eine Standardkarte. Und ja, wir befinden uns hier im wunderschönen, ja, Land der USA, mit Canyons versehen. Also keine reale Karte, sondern eher so frei erfunden, glaube ich, damals vom Castor. Originalmodder ist der Castor. Mir die Erlaubnis geholt, im LS19 diese weiter modden zu dürfen und auch veröffentlichen zu dürfen. Und unter Ausrufezeichen Mods kommt ihr dann auch zu der Karte. Und Ausrufezeichen DC, da kommt ihr dann auch zu den Autodive-Kursen. Die dann halt dort an irgendeinem Kanal, ich weiß jetzt gerade nicht welchen, kann auch gerade nicht gucken. Sind auf jeden Fall da verlinkt, die Autodive-Kurse. Wenn ich mal die Änderungen da vorgenommen habe, dann werden die auch meistens einen Tag später dann auf Discord hochgeladen. Manchmal sogar noch direkt, nachdem ich sie ja, gespeichert habe. Aber nicht immer. Daniel, hast du mal versucht, das in die Farmsilos zu speichern? Was ja im Norden, Süden und Westen hast du noch Farmsilos. Geht das Schweinefutter da auch nicht rein? Fällt mir gerade mal so ein. $10,50 vertanken. Ja, ich bin begeistert. Da funktioniert das auch wieder nicht. Das ist echt die Kratze. Achso. Okay. Bisschen schwierig, da tanken zu fahren. In der Lage. Ich hab nichts gesagt. Oh nein. Achso, okay. Ich wollte mal gerade gucken. Warte mal, kann man eben hier parallel eine Beta-Version. Dann gehen wir hier auf Kornwelt, so, Maps, Placeables, blablabab. Storages, da haben wir doch. So. Moment, das Fertilizer. Ich nehme jetzt mal West gerade. So, mal gucken. Nee, brauchst du es gar nicht zu versuchen. Ich sehe schon, es geht nicht. War eine Idee, aber war eine schlechte Idee. Ja.
140.000. Immer noch kein Ball. Das Feld ist gleich fertig. Vorne, das Feld ist gleich fertig hier, ey. Also, puh. Naja, fertig ist jetzt auch mal übertrieben, aber. Ah, vielleicht sollte ich da So. Was hältst du mal von fahren? Er hat kein... Ich hasse es wirklich. Jetzt fährt er auch nicht, ne? Da kannst du machen, was du willst, ey. Na, warten wir noch mal eine Stunde. Vielleicht geht's noch. Da können wir mal hier beim Traktor hier mal, ne, den aufstellen. Boah, ich die ganze Zeit den Diesel jetzt verpulver, ne. Haben zwar genügend, aber... So. So, warum füllt er hier keinen Dünger auf? Das ist... Verstehe nicht. Normalerweise, ne? Es ist eigentlich so, ne, dass er das erkennt. Alles klar. Ah, guck mal, hier gibt's Dünger. Super, kann ich direkt mitnehmen. Was ist denn das hier? Warum will er hier nicht? Ist hier kein Dünger mehr drin oder was? Sagen wir jetzt deppert oder was? So, Moment. Gucken. Ah, geht doch. Warum streckt so? So, arbeiten hier. So, jetzt fährt er auf jeden Fall mal wieder zu Feld 25, das ist schon mal schick. So, jetzt können wir mal hier weitermachen. Ja, wir müssen also mal hier weitermachen, weil, wie gesagt, ansonsten komm ich hier überhaupt gar nicht mehr voran. Eigentlich wollte ich das am Freitagabend noch gemacht haben, aber wie gesagt, irgendwann hatte ich dann auch die... Ja... Keine Lust mehr, nachdem das Spiel dann, glaube ich, zum zweiten oder dritten Mal an dem Tag abgestürzt war, habe ich da keinen Bock mehr zu gehabt. Weil, ne, wenn du dreimal das Gleiche tust, dann verlierst du irgendwann immer so ein bisschen, aber wirklich nur ein bisschen. Kriegst du gar nicht bisschen. Die Lust, vor allen Dingen, es war dann auch schon spät, kam dann auch noch erschwerend hinzu, ich war müde. Warum habe ich jetzt wohl bloß das Wort müde in den Mund genommen? Schon geht's los, ey. Mein Körper, mein Geist hat müde ausgesprochen. Dann muss der Körper sofort reagieren und ja, in dem Mund mal eine Runde gehen. Ja. Oh Gott, furchtbar. So. Jetzt würde ich das Ganze gerne nämlich hier oben hinbauen. So. So. Na, jetzt nicht da die falschen Wegpunkte in der Löcher, das wäre auch ein bisschen verheerend.
So, na schon mal. So, aufzeichnen AD-Strecken. So, Richtung setzen. Ja, war klar, dass das wieder nicht ging. Aber egal. Ah, jetzt. Hä? Was hält denn jetzt hier? Ah, ich krieg das schon noch hin. Keine Panik. Wieder falsche Richtung. Was ist heute los mit mir? Ich bin dann ganz richtig wach, glaube ich. Ich glaube, ich brauche noch einen Kaffee oder so. Ach, der Andy ist schon wieder versunken, ey. Ich sehe das gerade. So, da ist der Andy wieder. Haha, ist er. Da ist er, da ist er. Oh, jetzt aber. Naja. So, wo haben wir hier? Ich rede? Hallo? Ich sah gerade so aus im Bild, als würde ich reden, aber ja, habe ich gar nicht gesagt. Macht mein Gesicht irgendwas, was ich nicht will? Sehr merkwürdig. Sehr merkwürdig. So, wenn wir sagen, von hier aus wäre eine gute Möglichkeit zu starten. So, aber hier. So. Ja, linke Shift-Taste gedrückt halten, dann linke Maustaste und dann zeichne ich auch Nebenstrecken auf, für diejenigen, die nicht wissen, wie das geht. So, zack. 1, 2, 3, so. 4, hier haben wir die Mitte. Sehr schön. So, und das ist 59,60. So. CP. Feld 59 minus 60. Wunderbar. So, Aufnahme beenden. Danke auch. So, dann machen wir den Abfahrer hier oben hin. So, hier. Sehr schön. So, erstmal speichern, bevor er wieder verloren geht. Ganz wichtig. Immer wieder speichern, nicht vergessen. So. So, jetzt hat der Andy keinen Bock, hier noch irgendwas einzufahren. So, zack. Das funktionierte schon. Funktioniert das hier nicht, oder? Ich kann sagen, hallo, hier kann aber jetzt irgendwas nicht stimmen hier. Hallo? Haben wir noch diese komische Ecke drin, ne? Ah.
Aha, die haben hier noch komische Ecke drin. Ah, okay. So, und die Linie auf dem Feld muss blau sein. Sonst funktioniert das nämlich auch nicht. Jetzt wissen wir auch, warum er hier so komische Mucken hier gemacht hat. So. Ich würde mal sagen, hier beenden wir das ganze Spiel schon mal gerade. So, und hier machen wir mal diesen. Ach Quatsch, was ist denn jetzt hier? So. Jetzt aber. Ja, dann wünsche ich dir guten Appetit, Daniel. Lass es dir schmecken. Genießt das Essen mit der Familie. Lasst euch Zeit. Haltet einen netten Plausch dabei. Und man sieht sich und hört sich wieder. Danke, dass du reingeschaut hast. So. Machen wir hier weiter. Das muss man hier ändern. Könnte ich mir sicher noch anders irgendwie ändern, aber ja, irgendwie. Ja. So, Moment, einfacher so. Es ist auch noch hier das alte System, also, ne, ich dazu sagen, habe hier oben in der Ecke angefangen, im Osten die Autodorf-Kurse aufzuzeichnen. Von daher sind die also noch nicht so wie halb im, ja, wie nachher zum Schluss im Süden der Karte. Das ist ja schon ein Unterschied. Aber, ja, da kann man mal sehen, wie lange ich also gebraucht habe, hier die Autodorf-Kurse aufzuzeichnen. Und wie weit auch die Entwicklung fortgeschritten ist in dieser Zeit, ja, weil wo ich ja damit angefangen habe, gab es da keine Nebenstrecken. Da gab es das ganze System, also ne, es gab diese, ne, Einbahnstraßen und beidseitige Fahrbahnstraßen, die gab es schon, ja, aber das mit den Nebenstrecken, das gab es damals noch nicht. Also von daher, ja, ich könnte mal sehen, wie die Entwicklung in dieser Zeit war. So. Jetzt würde ich gerne hier. Ja. So, hier haben wir ja auch eine relative Strecke wieder hinter uns. So, oh, das hier weg. So, oh, diesen hier. Also muss nicht perfekt sein, ne? Ihr seht's, einfach zack, zack, ein paar Punkte in die knallt und ja, Autodrive macht das schon. Also da muss ich auch sagen, also ich mach da jetzt kein großartiges Fehlerlesen mal draus und ne, schön und höp. Muss einfach praktikabel sein. Zack, 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 fährt hier runter, ne? Und dann ist gut. So. Wenn ich jetzt macht er, hallo? Irgendwas stimmt bei mir nicht. Oh. Jetzt fahre ich noch glatt gegen den Baum. Ja, ist denn wahr? So. Denn auch hier würde ich nämlich gerne, dass er nämlich hier rausfährt und nicht andersrum. So. Rum. Hä? Hey, mein denn hier? Achso, falsch Tast. So, jetzt. Hä? Hey.
So. Fährt er den Start da raus. Da ist jetzt ein Sackkasten, aber das ist egal. Soll ich mir jetzt hier noch wegmachen? So, hier fährt er da raus. Das ist aber hier falsch. Weil die Linien sind hier falsch. Die müssen wir so rum sein. Ja. Sag mal, ernsthaft jetzt? So. Ja, auch schon mal korrigierend. Ja, schön. So, hier vorne, das haben wir ja eben geändert. Ist zwar schon ein bisschen her, damit geändert haben, aber ne, es ist geändert worden. Müssen wir nur hier hinten die Ecken ändern. Ist ein bisschen lang, finde ich hier auch, die Strecke, aber ja. So. So. Dumm. So, machen wir eben hier den Cursor-Punkt hier löschen. Zack, weg ist er. Weg ist er. So, einmal, zweimal, dreimal, viermal und fünfmal. Ne? Was ist denn jetzt? So. Dit. Sehr schön. Den Traktor hier eben drehen und in die richtige Richtung fahren. So, und diese Linien funktionieren. Also diese Pfeilrichtung habe ich getestet. Die funktionieren leider auf dem Feld nicht. Also zumindest mal erkennt er die irgendwie nicht, wenn er irgendeine Feldberechnung machen will. Das ist das, was ich herausgefunden habe. Ich kann mich gerne korrigieren, wenn es falsch ist. Aber das ist das, was ich ja festgestellt habe, dass das nicht geht. Er hatte auf einigen Feldern nämlich genau diese Strecken nämlich so eingefahren, aber das ging nicht. So. So. Jetzt machen wir hier wieder F4 an, damit wir hier diese Linie hier, ne, damit wir das halbwegs gerade hier ziehen können, damit wir noch ungefähr Orientierung wieder haben.
Haben wir dann auch hier. Sehr schön. Finde ich. Sieht gut aus. Nee. Fällt mir noch nicht. Gefällt mir noch nicht hier. Und zwar gefällt mir das nicht, all dieweil hier ist eigentlich eine Kurve und da sollte er eigentlich auch hier runterfahren, oder tut er irgendwie nicht. So, das heißt jetzt mal hier. Eben hier hin. So, eins. So, hier. Sollte eigentlich hier das Feld verlassen. Das hier jetzt. So, jetzt aber. Manchmal macht er hier ein paar Zicken, wa? So, hier lassen wir den auch nochmal runterfahren. Von hier müssen. Falls schon nochmal eine Abbiegung kommt, die wird mit Sicherheit noch kommen. Manchmal bin ich zu ungeduldig, wenn ich hier klicke. Mal auch feststellen. Das ist nichts für Ungeduldige. So, fahren wir ungefähr nochmal die Hälfte hier hoch. Und nochmal eben schnell eine Abzweigung, da der hier Feld verlassen kann. Hm. Ja, machen wir das ruhig hier, ist egal. So, und zu muss ich nochmal in den Chat wieder achten. Merkt das schon wieder, dass ich hier ja, in Auto Drive hier wieder vertieft bin. Ich weiß, dass ich damit auch wieder viele Zuschauer vergraule, weil ne, die können das nicht sehen, wenn man hier Auto Drive macht. Aber ich kann es im Moment nicht ändern, weil, ne, wie gesagt, ich bin im Moment nicht dazu gekommen, das abseits der Kameras auch zu tun. Sag mal, ist es denn jetzt wahr hier? So, jetzt aber. Mann, ey. So. Sind wir gleich fertig. Wir sind gleich fertig. Dann kann ich nämlich hier die Fahrer wieder fahren lassen. Das ist nämlich das Problem. Weil, ne, weil das halt noch nicht umgestellt war auf das neue System. Ja, sehr schön, dass ihr in beide Richtungen fährt, aber das geht da gar nicht. Wer will er denn hier? Rausfahren. Das geht hier überhaupt gar nicht. So. Totaler Blödsinn, mal. Ich bin hier. Hä? Was ist das denn hier? Ist da noch eine Li- Oh Gott. Machen wir eben hier F4. Damit ich hier halbwegs wieder hinbekomme, rechte Maustaste. Alles klar. Jetzt müssen wir eben gucken, ob das hier auch richtig ist. Nein, das ist richtig. Gut. So, einmal speichern. Oh, ich habe keinen Kaffee mehr. Was ist das denn?
Eine halbe Stunde ist zur Pause. Ne? Na, schlecht getimt mit dem Kaffee, aber. Na, egal. So. Den noch ein bisschen hier rüberziehen. So. Ganz gut. Ein bisschen dahin. So. Wunderbar. So, wir mal hier gucken. Denn hier vorne haben wir ja. Sehr lang hier, aber egal. Wir lassen das jetzt so. Ich möchte da jetzt nicht noch weiter foltern hier. So. Und zwar müssen wir jetzt hier noch eine Strecke hier neben dieser Nebenstrecke eine blaue Linie hier haben. So. Und dann nehmen wir mal eben kurz hier diese Linie hier zur Orientierung. Also das ist zumindest so das, was ich herausgefunden habe, ne? Wenn da eine Linie ist und die geht da nicht weiter, dann muss da vorne noch eine blaue Linie sein, die das Ganze dann aufhebt. Und dann ist alles gut. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Er hat halt schon hier gemacht, ey. Ist denn jetzt wahr hier, ey? Echt, ey. So, jetzt sollte das Ganze ja funktionieren, noch einmal speichern. Und dann sollte eigentlich endlich mal da dieses Feld abgefahren werden. Ja, komm mal hin hier. Rapotti, rapotti, ey. Morgen glaube ich einen schnelleren Rechner, aber. Ja. Moment, nicht so einfach. Weiß ja nicht, also ich hab jetzt schon in den letzten zwei, drei Wochen nicht mehr geguckt, wie da die Preise liegen, aber. Ja, zum Teil, ne? Hat es ja Preise gegeben, die ja jenseits von gut und böse waren. Muss man ja mal sagen. Tja. So, jetzt sollte das zumindest mal wieder funktionieren, ja? Also, dass ja automatisiert hier abfährt. Jetzt müssen wir mal gucken, wo stand denn der andere Hänger? Das nicht. Ist er da hinten irgendwo stehen? Ah, da steht er. Okay, blau ist der Anhänger. Nicht grün, sondern blau. Okay. Ach, den haben wir Gott sei Dank da stehen lassen, wo er aufgehört hat. Shit. So. Jetzt können wir mal das wieder ausmachen. Das wieder anmachen. Fahren wir hier ein Stück zurück. Schalten wir wieder Cursplay ein. So, dann muss man dann gleich umstellen auf. So. Den packen wir da rein. So, 59,60. So, das. Alles klar. So, Kurs beginnt. Nächstliegendster Wegpunkt. Abfahrer einstellen. Voll gut. Wieso kann ich jetzt hier kein Autodrive mehr wieder einstellen? Ah, was macht der denn? Ah. Guten Morgen! Sind wir denn noch wach, Herr von und so? Haben wir dann festgestellt, dass wir vielleicht unten noch das umstellen müssen? Ja, auf Feldarbeit. Dann würde er vielleicht auch dahin gehen, wo er hin soll. Und dann würden vielleicht auch die Einblendungen kommen. Entladen und auffüllen, Autodrive. Aha, guck mal. Geht doch. So, Abfahr einstellen. Und? Wie sieht's aus, Kollege? Machst du weiter? Super, er macht weiter. Super. Endlich, er macht weiter. So, dann wollen wir mal gucken, wo der andere hier ist.
Dum-di-dum-di-dum-di-dum. Der war nämlich auch irgendwo hier stehen geblieben. So. Ich würde mal sagen, den schicken wir mal zum ersten Wegpunkt. Soll er da wieder anfangen? So, hier wählen wir auch jetzt den Cursplay-Punkt hier aus, den wir gerade erstellt haben. Ich habe gerade das hier noch sehr. Können wir das direkt noch hier reinschieben? So. Jetzt müsste dann auch stimmen. Jawohl. Und dann sagen wir hier Abfahrer einstellen. Da ist der Motor gestartet. Ah, der muss aufgetankt werden. Ja, super, ey. Mein Gott, ey. Kann ich auch mal irgendwas anderes lesen, als der muss aufgetankt werden? Echt furchtbar. Furchtbar. So. Der fährt jetzt los. Also, da sollten wir uns jetzt eigentlich nicht mehr drum kümmern müssen. So. So, wann ist er jetzt hier mit dem... Achso, Moment. Der ist jetzt wieder da. Jetzt müssen wir hier erstmal die Stelle finden, wo er aufgehört hat. Um ihn da wieder einzustellen. Jetzt wollen wir nur gerne mal gucken, wo hat er denn angefangen, wo hat er aufgehört. Das ist noch so die Frage der Fragen. Mal gucken, wo hat er angefangen. So, er hat hier vorne angefangen, ist dann nach da hinten gefahren und dann fährt er wieder zurück. Okay. Also, er hat hier vorne angefangen, schon nach hinten gefahren, um dann wieder nach vorne zu fahren. Ah, gut. Na, 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 na. So. Ja, heute ist, ja, schwerer Tag hier. Wir müssen hier Felder vorbereiten. Denn, wie gesagt, ich will noch eine Saison mindestens bis zum 20. einmal hier durchgeprügelt kriegen. Das heißt auch für mich, an solchen Tagen wie heute, dass ich... Ach, guck mal, da vorne. Da vorne sieht es so aus, als hätte er da aufgehört. Ja, ach, oh, wunderbar. Ich habe die Stelle schon gefunden. Ja, ist doch geil. Das heißt, für mich sind die Wochenenden ja, Zocktage. Wenn dann das Spiel nicht permanent abstürzen würde, so wie das halt gestern auf der Marsch war oder auch am Freitag halb hier, ne, dass ich halt nebenher weiterspiele. So, weil, ich sag mal, ne, ich kann jetzt hier nicht sehen und gleichzeitig die Zeit vorlaufen lassen, weil, ne, dann haben wir wieder zwei, ja, Saatgutstufen oder zwei Wachstumsstufen, sagen wir mal eher so. Da rede ich heute wieder für einen Blödsinn, ey, aber egal. Ihr kennt das ja schon von mir. Aus meinem Mund kommt ja meistens nie irgendwas Qualifiziertes. So, hier ist er schon mal... Ach, hervorragend. Also ich bin ja schon mal begeistert. Also er arbeitet zumindest schon mal. Er lädt hier Gras. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. So. Ah, hier ist unser Kalkstreuer. Er ist zurück auf dem Weg zu Feld 19. Super. Er kommt in 5 Minuten an. So, und der ist auch auf dem Rückweg und kommt in 13 Minuten wieder. Ist ja Wahnsinn, wirklich. Freunde, ich bin total begeistert. Echt. So, ich würde sagen, wir brauchen hier noch ein bisschen Milch. Gehe ich schwer von aus, dass hier keine Milch mehr drin ist. Ah, na, ist da noch ein bisschen Milch da. Aber 14.000 Liter ist jetzt nicht gerade so viel, dass ich sagen würde, wow, super. So. So, im zweiten Teil werden wir dann heute ein bisschen verkaufen, glaube ich. Ja, noch ein paar Minuten. Dann geht's erstmal in die Werbepause und dann in die Pause. Nochmal für diejenigen, die noch nicht von Anfang an dabei waren. Es ist immer so, oder die nicht öfters zuschauen. Ja, und daher darf ich also nochmal neue Zuschauerinnen und neue Zuschauer hier recht herzlich in meinem Stream willkommen heißen. Es ist also so, dass ich diese, ja, Streams immer aufnehme, damit ich dann die später auf YouTube stellen kann, aber nicht in der Qualität, wie sie gestreamt worden sind, sondern so, wie es im Endeffekt hier auf meinem Rechner aussah. Das heißt also, ich zeichne dieses auf,
Und damit die Datei nicht zu groß und zu lang wird, unterbreche ich die nach 2 Stunden. Sag dann noch ein paar Worte, bla bla bla. Ne, was man halt so sagt, so am Tage des Aufhörens. Und damit auch die Zuschauer, weil ich sag mal, ne, es gibt ja sogenannte Rollbacks oder keine Ahnung, wie die hier heißen auf Twitch. Also wo halt nach einer gewissen Zeit dann Werbung kommt. Und damit diese Werbung nicht in den nächsten 2 Stunden nochmal kommt, da schalte ich dann halt 1 Minute Werbung und dann sollten diejenigen, die in dem Augenblick bei mir auf der Werbung sind, sollten dann die nächsten 2 Stunden eigentlich mit Werbung Ruhe haben. Daher mache ich auch eine kleine Werbepause. Nicht, weil ich da so geil viel Geld mit verdiene. Das ist mal definitiv nicht der Fall. Also das ist im 0,000-Bereich. Also von daher ist gar nicht der Rede wert. Aber wie gesagt, um einfach da eine werbefreie Zeit zu haben. So, und nach der Werbung geht es dann kurz in die Pause, weil ich dann halt die andere Aufnahme wieder starte, um dann da halt auch noch ein paar Worte sagen zu können. Und dann brauche ich auch mal 5 Minuten Bewegung, mal 5 Minuten mal was anderes tun. Zum Beispiel mal auf die Toilette gehen. Das ist vielleicht auch ein Grundbedürfnis, was ich dann mal habe. Weil, ne, seitdem ich meine Tabletten wieder habe, kann ich euch sagen, bin ich ja so froh, wenn ich nicht jede Stunde dahin rennen muss. Im Moment, oh, furchtbar. Und einen neuen Kaffee bräuchte ich auch mal. So, ich musste erstmal die Deckel aufmachen. Achso, ja, super. Sollte man so an der richtigen Stelle machen. So, jetzt kann man auch Milch laden. Übrigens, die sind vom Castor hier, ne? Das Gespann hier, also mega nice. Gefällt mir sehr gut. So, und jetzt gehen wir mal hier weiter. So sehe ich hinten Milch, aber vorne nicht. Was ist das denn? Naja, egal. Vor allen Dingen, weil ich vorne erst geladen hatte. Auch wieder. Naja. Manchmal muss man die Logik nicht so verstehen. Uiuiui, was ist hier los? Was haben wir für FPS? Boah, 14, 15, da ist alles tipptopp. Also ich habe ja gestern im Stream für diejenigen. Hi Bendis, hi Ronny, wie geht es dir? Ich will hoffen, du hattest eine schöne Woche. Ja, wer also gestern im Stream nicht dabei war, ich habe gestern mal gezählt, wie viel Produktionen oder Produktionen, also Global Company Produktion, ich dann auf der Marsch im Einsatz habe. Ich glaube, ich bin irgendwann bei 82, habe ich glaube ich aufgehört. Umzugsstress? Vorhin bist du umgezogen? Also irgendwie zieht hier, also ne, gefühlt, ja, jeder um oder so. Und der Daniel ist nämlich jetzt auch umgezogen. Also von daher, ja, schon ganz witzig. Also ich habe nicht vor, umzuziehen, also zumindest mal nicht in allzu naher Zukunft. Ah, okay. Wenn man da klar ins eigene Haus zieht, hast du bis jetzt in der Mietswohnung gewohnt. Okay, ja, dann ist das na klar. Nee, eigenes Haus, das werde ich wohl nicht mehr erleben, wenn ich ein eigenes Haus ziehe. Also von daher.
Muss sie verputze die Räume selber? Oder hast du da Handwerker, die das machen? Oder? Was ist denn los? Warum liegen die denn hier alle? Sag mal, ist denn was? Da liegt der Nächste hier. Was ist denn das, Freunde? Warum liegen die denn immer hier? Was machen die denn hier? Ihr sollt doch hier nicht schlafen, Freunde. Echt, da legen die sich dahin und pennen eine Runde. Also wirklich, das kann doch, also. Na. Also, muss doch mal hier mit der Gewerkschaft reden. Also so geht das ja nicht hier. Also, Freunde, ne, das geht nicht. Könntest du ja nicht einfach hier an den Bahnschranken hinlegen. Ja, gut, als gelernter Maurer, naja, also um Gottes Willen, ne, ist ja so die Frage. Man sollte es können, ja, wenn man dann auch in dem Beruf weitergearbeitet hat. Also, sag mal, ich bin ja gelernter, ausgebildeter Verkäufer. Hab dann, glaube ich, noch ein Jahr danach in dem Beruf gearbeitet. Und bin dann zur Bundeswehr gegangen und nachdem ich von der Bundeswehr raus bin, habe ich nicht mehr als Verkäufer gearbeitet. Also von daher, ja, gelernt habe ich das zwar mal, wird er mit Sicherheit heute noch können, aber das ein oder andere vergisst man ja dann. Aber wenn du ja auch im Moment selber noch in dem Beruf arbeitest, ich glaube ja, ne, tust du auch, ne? Du arbeitest als Maurer, ne? Ich sag mal, ne, das ist ja im Moment so eine Branche, die ja boomt ohne Ende. Also, ne, es wird ja, also gefühlt an jeder Ecke, also hier, zumindest bei uns hier, ne, an jeder Ecke ist irgendwo eine Baustelle, an jeder Ecke wird irgendwo was Neues gebaut. Also, ne, war ja dem letzten nochmal, in der Stadt, wo ich aufgewachsen bin, das ist ja nochmal wieder eine andere Stadt als da, wo ich geboren bin. da war ich dem letzten nochmal und da erkennt man ja, ne, ich bin da noch zu Fuß gegangen und dann habe ich mir also so ein bisschen in der Vergangenheit, also du machst schon 10 Jahre, ja super. Sag mal schnell. Ja, dann bin ich halt auch eine Straße lang gegangen, die nennt sich übrigens Hauptstraße, zufälligerweise. Und da bin ich schon so oft, ne, in meinem Leben lang gegangen. Und was sich da verändert hat, ne, da war mal eine Kneipe, da ist jetzt irgendwas anderes drin, oder das ist auf einmal geteilt, da sind auf einmal 2 Teile drin. Also unglaublich. Also, ne, wie sich doch eine Stadt verändert. Das ist, vor allen Dingen, wenn man dann längere Zeit nicht mehr in dieser Stadt gewesen ist. Also, ne, bin da so, ja, ich sag jetzt mal, ne, ich wohne jetzt ja schon seit, Moment, bin mit 25 zu Hause ausgezogen. Dann habe ich bis 26 noch in der Stadt gewohnt, allerdings im anderen Teil der Stadt. Und bin dann mit 27 hier oben in die Region gezogen. Ungefähr so 6 Kilometer von hier entfernt. Zählt aber damals noch zu der Stadt. Zähle heute übrigens noch zu der Stadt. Und da muss ich sagen, ne? So, und dann bin ich ja. Moment, 2000 bin ich dann hier rübergezogen, hier in die Wohnung. Bin also nur im Endeffekt ein paar Kilometer weiter die Straße hochgezogen. War also kein weiter Umzug. Aber bin im Endeffekt zwei Gemeinden weitergezogen. Das Ganze witzig. Aus der Stadt, ne, dann fährt man weiter die Bundesstraße, dann kommt die erste Gemeinde, da bin ich dran vorbei. So, und dann kommt die zweite Gemeinde. Und da bin ich ja hingezogen. Da bin dann im Endeffekt 2 Gemeinden weitergezogen, obwohl, ja,
dass man eigentlich, ja, ist auf jeden Fall ganz witzig gewesen. Und jetzt wohnt es seit 2000 hier. Und kommen da klein dann logischerweise nicht mehr so oft in die Stadt. Also früher war ich sehr oft in der Stadt, noch mit den Kindern. War ich da so mindestens einmal die Woche in der Stadt, da haben wir also die Veränderung so mitgekriegt. So, jetzt sind die Kinder mittlerweile größer, können also selber in die Stadt fahren, dann muss der Papa also nicht mehr mitfahren. Witzig, ne, weil die Kinder jetzt ja erwachsen sind. nein, aber wie gesagt, also da ist man dann halt nicht mehr so oft in der Stadt und kriegt die Änderung dann doch nicht mehr so sehr mit. Aber ich sag mal, ne, die Stadt hat sich in den letzten 20 Jahren so verändert, also von meiner Kindheit her an, auch einige Gegenden, boah, erkennt man gar nicht mehr wieder. Vor allen Dingen, es war so ganz witzig auch. Moin, moin, Heiko, einen schönen guten Nachmittag und einen schönen Sonntag wünsche ich dir. War nach Jahren mal wieder in der Schule, wo ich ja halb zur Schule gegangen bin. Und die hat sich ja rein äußerlich zwar nicht viel verändert, aber man hat doch einiges an der Schule geändert. Das ganze System hat sich geändert und. Und da muss ich dem letzten Mal denken, also da, wo früher mal ja einfach nur eine Fläche gewesen ist, wo einfach Leute drin ja, zugeguckt haben, dass heute eine Aula, also beziehungsweise ein Catering drinne, also was also sich da in der Schule geändert hat, ist schon Wahnsinn. Also, aber ja, das ist halt so, das Leben verändert sich, die Menschen verändern sich und ja, manchmal ist es einfach so, manchmal muss man mit Veränderungen mitgehen. Und das ist auch ja hier im Landwirtschaftssimulator ja leider nicht anders. Du hast es dir erdreistet, Fragen zu stellen auf meinem Discord-Server? Das geht ja mal gar nicht. Also, ne? Das geht ja mal gar nicht. Hallo? Ja, alles klar. Weiß Bescheid. Sobald der Stream vorbei ist, gucke ich dir mal danach und dann. Aber finde ich super, dass du das gemeldet hast. Also, ne? Alles gut. Achso. Jetzt bin ich total hier aus dem Konzept gekommen. Hallo. Das werde ich dann sehen, ob der richtige Bereich war oder nicht. Aber manchmal, ne, denke ich da auch nicht drüber nach, ne, und antworte einfach, weil ich sehe da nur die Frage und antworte dann. Und dann irgendwann stelle ich ja fest, oh shit, ich bin ja in der total falschen Kategorie. Passiert. Also von daher. So, jetzt sollte hier ein Vario 939 sollte aufgedankt werden. Ne? Da bin ich mal gespannt, ob das denn funktioniert. Ja. Wenn das die Version ist, wo ich hier gerade drauf spiele, dann ist das die richtige Kategorie. Ich hab heute Morgen auch noch, oder jetzt eben hier im Stream ja, die Mitteilung bekommen, dass ja das ein oder andere ja, nicht eingelagert werden kann, wo ich mir noch nie Gedanken zu gemacht habe. Ja, zum Beispiel Schweinefutter oder auch Kuhfutter. Ja, wenn es dann halt nicht mehr in den Kuhstall passt und du hast nur einen Hänger, ja, dann ist das schlecht. Wo willst du es reinlagern? Und das geht nirgendwo.
Ja, man kann ja leider das Kuhfutter nicht wieder zurückpacken. Das geht ja auch nicht. Das funktioniert ja leider nicht. Sondern das wieder in die, ja, da wo man es herbekommt, man auch wieder einlagern kann. Eigentlich schade, aber ja. Also ich denke mal, noch gehen müsste das eigentlich schon, also programmiertechnisch, ne? Also jetzt nicht, da hört er gleich sagt, ey, der hat aber gesagt, das geht doch da kann man doch da einfallen. Also ich glaube, programmiertechnisch würde das gehen, indem man den Filzschub einfach da wieder reintut. Das Problem ist nur, es ist ja eigentlich ein Output-Trigger und das wieder da reinzubekommen, ist schwierig. Kann man einfüllen, kann man es, ja. Aber ne, man muss es ja irgendeinem Trigger zuweisen. Das ist so das Problem. Und damit würde man es dann im Endeffekt dem falschen Input-Trigger hinzufügen. Und dann hätte man im Endeffekt das Futter verloren. Das wäre jetzt auch nicht unbedingt so. Ja, das, wie ich mir das vorstelle. Aber das wäre machbar übrigens, weil wir haben ja in dem in der Halle eigentlich noch Platz. Das wäre eigentlich Platz da hinten noch mal so ja ein Ablageplatz dafür zu schaffen. Wäre da eigentlich möglich. So, jetzt holen wir mal die restliche Milch neu rein. Dann gucken wir nochmal nach der Baumwolle, wie weit denn die Baumwolle fortgeschritten ist. Ob es da mittlerweile den ersten Ballen gegeben hat. Ja, fährt die schön weiter Wasser. Nee, noch nicht. Noch nicht. 185.000. Doch, da ist der erste Ballen. Ja, Wahnsinn. Da ist er. 200.000 Liter. Kriegen wir den überhaupt hoch hier oben? Ja, oh, guck mal. Da ist der erste Ballen. Da haben wir den ersten. Ja, Wahnsinn. Aber ich werde diese wahrscheinlich, glaube ich, doch noch ein bisschen kleiner machen. Ich werde die, glaube ich, auf 120.000. machen. Aber ich wollte das erstmal testen. Ich wollte erstmal gucken, ne, wie viel ist denn überhaupt 200.000, wie viel Feld muss er dafür verarbeiten. Weil, ne, ich habe auch nicht Lust hier von Sicht, ne, also wir werden ja noch ein wesentlich größeres Feld damit in Auftrag geben. Also das ist zumindest mal der Plan. Feld 19 soll es werden. Da werden wir Baumwolle drauf anpflanzen. Auf Feld 19, meine Freunde. Wenn wir Baumwolle anpflanzen, so, und dann werden wir mindestens das Doppelte, wenn nicht sogar das, ja, das Doppelte an Erntemaschinen dafür nutzen. Sagen wir mal, eine Geschwindigkeit von 12 km/h ist ja schon echt atemberaubend. Ne? Aber die Arbeitsbreite echt gigantisch. Und, ne? Das ist echt mega krass. Mega krass. Nein, ich glaube, wir können sogar 8, ne? Feld 19, meine ich, hätte ich Schlammstoß. L4 bis L1 und R1 bis R4 sind 8. Das heißt, da können wir 8 Erntemaschinen drauf knallen. Da bin ich mal gespannt, ob das denn funktionieren wird. Aber naja. Das heißt, die Baumwolle läuft hier. Das ist ja schon mal schick. So, wie weit ist denn hier unsere Sämaschine eigentlich. So. Ach, die ist auch noch nicht fertig hier. Der Kollege hier will auch nicht. Oh Gott, ey. So, fährst du denn jetzt mal? Ich fahr nicht.
Ich tu dir den Gefallen nicht. Mein Gott, ey. Immer diese sturen Böcke, ey. Wirklich, so. Mein Gott, mein Gott, mein Gott. Wo hat er denn jetzt hier... Ach, hier hat er aufgehört, wa? Ne, da vorne hat er aufgehört. Okay. Aber das ist doch ein Witz, ey. Er hört hier auf und findet dann keinen Weg. Das ist doch ein Witz, ey. Das ist echt der Witz des Tages, ey. Wirklich. Dass er hier keinen Weg gefunden hat vom Feld runter. Ach, Quatsch. Was ist denn hier? So. Ach. Okay. Okay. Man sollte hier den richtigen... Ja. Ja, Freunde. Ne? Manchmal ist es der Typ, der einfach vor dem Bildschirm sitzt und nicht das Programm. Weil jetzt fährt er. Und wo dann lag es? Weil ich hier unten das vergessen habe, auf nächste Ausfahrt einzustellen. Wir könnten schon längst fertig sein. Wir hätten das schon längst alles geregelt haben können. Wir hätten schon längst die Seemaschine hier losschicken können, beziehungsweise die Flüge losschicken können, wenn der Andy doch mal hier anständig arbeiten würde. Aber das tut er nicht. Er stellt immer die falschen Dinge ein. Ach, furchtbar, guter Mann. Furchtbar. Furchtbar, der Mann. So, Freunde, das war's im ersten Teil heute. Die 2 Stunden sind um. Muss ja so ein bisschen auf die Uhr gucken. Sorry dafür. Aber ne, für diejenigen, die schon etwas länger zuschauen, ja. Jetzt habt ihr die Zeit, auf Toilette zu gehen, euch einen Kaffee zu holen oder einen Tee oder einen Kakao oder ein Stück Kuchen zu holen. Es ist ja Nachmittag. Oh Gott, wir haben schon 5 Uhr, Freunde. 5 Uhr. Gott, Zeit ja gleich mal Mittagessen. Ne? Naja, ich muss noch mindestens 2 Stunden warten, bis ich mal Mittagessen kann. Aber ich schicke euch jetzt in die Werbepause. Und danach gibt's Pause. Und sobald ich dann meinen Kaffee mir geholt habe und wieder fertig bin, dann komme ich hier wieder zurück. Und dann seht ihr mir wieder. So, bis später. Und viel Spaß jetzt mit der Werbung. So, da möchte ich mich noch ganz schnell von meinen YouTube-Zuschauern am heutigen Montag verabschieden. Ja, war ja doch das eine oder andere Witzige mal wieder dabei. Sorry für das ganze Autodäufi-Dödel, aber trotzdem. Vielen, vielen Dank wieder fürs Zuschauen. Ich weiß, es gibt da einige Harte, nur die Harten kommen in den Garten. Die gucken das von Anfang bis Ende. Vielen, vielen Dank dafür nochmal für diesen mega, mega krassen Support. Habt da 2 Daumen von mir, so, jetzt aber. Und ich wünsche euch noch einen schönen Montagabend, wünsche euch noch eine schöne Woche, würde mich freuen, wenn ihr am Mittwoch wieder einschaltet, wenn dann der 2. Teil kommt. Bis dahin, macht es gut, ich bin raus und bye bye.